Hier vor mir steht das iPad Pro aus 2021 in 12,9 Zoll mit dem Liquid Retina XDR Display und dem M1 Prozessor. Ich habe extra die WWDC 2021 abgewartet und damit auch iPadOS 15, damit ich wirklich schauen kann, ob dieses iPad Pro sein Potenzial vollständig ausschöpfen kann. Spoiler vorweg, das kann es nicht, aber lasst uns die paar Dinge einfach mal im Detail anschauen. Ich würde sagen, wir beginnen mit dem Display. Liquid Retina XDR. Quasi das Pro Display XDR in klein. Dass das nicht so ganz stimmt, das haben wir ja mittlerweile geklärt. Die Displayhelligkeit ist im Vergleich zum Vorgängermodell im normalen Betrieb identisch. 600 Nits. Damit kann man drinnen sehr gut arbeiten, draußen im Schatten, das ist auch noch in Ordnung. Sobald Sonne dazu kommt, kann man es aber vergessen. Die 1000 Nits bzw. die 1600 Nits, die gelten nur für HDR-Content, werden da aber dann wirklich die 1000 über den gesamten Display und die 1600 in einzelnen Bereichen erreicht und HDR-Content sieht auf diesem Mini-LED-Display auch ziemlich gut aus. Wir haben endlich richtiges Schwarz, aber dafür auch etwas Blooming. Das bedeutet, dadurch, dass wir Dimming Zones haben und nicht jeder Pixel einzeln für einzeln an- oder ausgeschaltet werden kann, ergeben sich um sehr helle Bereiche neben sehr dunklen Bereiche ebenso ein kleiner Schimmer, Lichtschimmer, wo man sieht, dass die Hintergrundbeleuchtung eben hinter dem Pixel noch an ist. Da hat man dann das Kontrastverhältnis genauso, wie es vorher bei den LCD-Displays waren. Aber nun gut. Es ändert nichts daran, dass das Display wirklich gut ist, aber es ist in meinen Augen nicht so viel besser als das Vorgänger-Display, vor allem da man ganz klar sagen muss, dass man ja nicht so häufig HDR-Content auf diesem Display anschaut und wenn man sich keinen HDR-Content darauf anschaut, dann wird es wie gesagt genauso hell wie vorher und man hat einfach nur ein klein bisschen besseren Kontrast, dadurch, dass man echtes Schwarz erreichen kann. Dementsprechend sehr geiles Display, aber nicht so wirklich so gut, wie Apple es beworben hat. Kommen wir zum M1 Prozessor. Vorher war hier drin ein A12Z Prozessor verbaut, also ebenfalls ein Chip von Apple und das ist jetzt im Endeffekt einfach nur der Nachfolger. Und ja, der M1 Chip ist nochmal schneller in den meisten Bereichen, so roundabout 50%. Aber, auch hier kommt wieder ein großes Aber, es gab selbst mit dem iPad Pro aus 2020 kaum Programme, die die Leistung des A12Z-Chips auch nur ansatzweise ausgenutzt haben. Wenn man die ganz normalen alltäglichen Dinge auf diesem iPad macht, ja gut, dann ist das nicht deutlich schneller als beim Vorgängermodell. Ich habe ehrlich gesagt gar keinen Unterschied bemerkt. Und selbst wenn man Filme zum Beispiel mit iMovie oder LumaFusion schneidet, sind die Unterschiede dann doch gar nicht so dramatisch. Also allein wegen des M1 Prozessors und dem Zusatz an Leistung würde ich jetzt auch nicht unbedingt zum neuen iPad Pro greifen. Denn wir haben ja alle ein bisschen darauf spekuliert, dass noch größere Anwendungen für das iPad Pro vorgestellt werden, wie zum Beispiel Final Cut, Logic Pro oder auch Xcode, aber nix da. Dementsprechend müssen wir mit den Programmen arbeiten, die bis jetzt existieren. Da gibt es einige sehr gute, zum Beispiel für Videoschnitt oder Bildbearbeitung, die aber bei weitem nicht an diese Profi-Programme vom Mac rankommen. Also die sind gut, aber in meinen Augen nicht gut genug, um damit wirklich professionell zu arbeiten. Zumindest im Videobereich, im Fotobereich ist das nochmal ein klein bisschen was anderes. Kommen wir zu den Lautsprechern. Meiner Meinung nach sind die Lautsprecher in dem iPad Pro auch nicht nennenswert besser als beim Vorgänger, aber die Lautsprecher sind bombastisch gut. Sie sind besser als in einem MacBook Pro und sind damit wirklich auf einem Niveau, wo man extrem gut damit Inhalte konsumieren kann. Also wenn man jetzt hier drauf einen Film anschaut, am besten HDR mit diesen Lautsprechern, klingt das echt für so ein dünnes Display wirklich bombastisch. Ähnlich sieht es auch bei den Mikrofonen aus. In meinen Augen sind sie nicht deutlich besser als beim Vorgängermodell, aber auch das Vorgängermodell hatte ja schon diese mehreren Mikrofone, die in Studioqualität aufzeichnen sollen. Ich zeige euch das am besten mal gleich in Verbindung mit der Frontkamera. Hier hat sich aber tatsächlich etwas getan. Wir haben jetzt nämlich einen Ultraweitwinkel verbaut, der in Full HD aufzeichnet und zusätzlich die Möglichkeit hat, das Gesicht zu tracken. Wenn ich mich hin und her bewege, dann folgt dieser Sensor mir. Ist meiner Meinung nach ziemlich cool und funktioniert auch relativ zuverlässig. Ich hatte mir davon erhofft, dass Face ID in größeren Winkeln oder auch in mehr Abstand funktioniert. Das ist nach wie vor nicht der Fall. Wenn ich zum Beispiel jetzt hier an meinem iMac sitze und normalerweise steht mein iPad ein bisschen weiter links und ich arbeite hier und will dann auf mein iPad schauen und mache das an, dann reicht es manchmal nicht aus, dass ich nah genug dran bin, sondern dann muss ich noch ein bisschen näher rangehen,
damit Face ID mich erkennt. Ansonsten funktioniert Face ID aber wirklich zuverlässig, egal ob im Querformat oder Hochformat. Und wenn ich jetzt einfach nur vor diesem iPad sitze, ist mir das doch deutlich lieber als zum Beispiel ein Fingerabdrucksensor, wie das beim MacBook verbaut ist. Einfach nur ein Tipp auf die Tastatur und dann hochwischen oder noch ein Tipp auf die Tastatur und schon ist das iPad Pro entsperrt. Das ist wirklich sehr, sehr entspannt und sehr, sehr komfortabel. Kommen wir zum Thunderbolt 3 Anschluss. Ich habe mich sehr gefreut, dass Apple den vorgestellt hat. Aber auch hier habe ich mir erhofft, dass Apple dann zur WWDC ein neues Dateisystem vorstellt, womit man den auch wirklich sinnvoll ausnutzen kann. Weil aktuell ist das Dateisystem einfach nicht wirklich gut. Und was viel schlimmer ist, ich musste feststellen, dass die Geschwindigkeiten von diesem Thunderbolt-Anschluss nicht so schnell sind, wie sie sein müssten. Also sie sind langsamer als bei einem MacBook Air. Und das egal, ob ich eine normale SSD anschließe oder irgendwas über Thunderbolt, die sind halt einfach etwas langsamer. Ich habe zum Beispiel gerade von meiner normalen SSD eine Datei auf mein MacBook übertragen mit Thunderbolt-Anschluss und dann auf mein iPad Pro. Da haben 18 GB beim MacBook 30 Sekunden gebraucht und dann beim iPad Pro eben 38 Sekunden, obwohl es theoretisch ja exakt der gleiche Anschluss ist. Finde ich etwas schade. Dann wären da noch zwei Kameras auf der Rückseite und ein LiDAR-Sensor. Mit dem LiDAR-Sensor ist man nach wie vor in der Lage, halt besser AR-Anwendungen zu machen. Obwohl ich auch dazu geben muss, dass ich das ehrlich gesagt so gut wie noch nie mit dem iPad gemacht habe. Ansonsten sind die beiden Kameras aber ziemlich praktisch. Möchte man zum Beispiel Dokumente einscannen, dann kann man das machen. Das geht mit einem MacBook zum Beispiel nicht. Aber auch da muss man ganz klar sagen, wenn man mit einem MacBook arbeitet, hat man in der Regel zur Not ja auch immer sein iPhone dabei, kann damit ein Foto machen und sich das rüberschicken. So riesig ist der Vorteil letzten Endes also auch nicht. Aber dann zu guter Letzt hat Apple ja noch ein neues Magic Keyboard vorgestellt. Nun gut, so war es ja nicht. Sie haben eine neue Farbe vorgestellt, die in meinen Augen aber echt, echt gut aussieht. Und ich habe mir echt Sorgen gemacht, dass dieses weiße Magic Keyboard schneller verschleißt als mein schwarzes Magic Keyboard. Aber, ich habe eher das Gefühl, dass es langsamer verschleißt und das Weiß weniger Fingerabdruck und Fettspuren anzieht und in meinen Augen echt ein gutes Stück edler aussieht. Ich bin wirklich, wirklich Fan von dem weißen Magic Keyboard und ich muss ehrlich sagen, wer jetzt gerade überlegt, sich ein Magic Keyboard zu kaufen, ich würde eher zu dem weißen Modell tendieren und ich muss auch generell sagen, dass das Magic Keyboard wirklich gut ist. Man bekommt einen zusätzlichen USB-C-Anschluss, mit dem über fast volle Geschwindigkeit geladen werden kann. Die Tastatur ist super mit Hintergrundbeleuchtung, 1 mm Tastenhub, in meinen Augen sogar besser als die der MacBooks, aber wir haben keine Funktionstasten, das geht nach wie vor leider nicht. Und das Trackpad ist auch sehr, sehr gut. Es ist leider kein Force-Track-Touchpad, das heißt, es klickt wirklich und man kann nicht so stärker draufdrücken, dass es nochmal klickt, aber es lässt sich überall gleichmäßig klicken und es ist sehr, sehr, sehr schnell. Also es reagiert immer sehr, sehr zuverlässig. Ist was, das kenne ich bei anderen Notebooks oder dergleichen anders, beziehungsweise auch bei anderen Tastaturcovers habe ich das schon anders erlebt. Letzten Endes ist das iPad Pro für mich jedoch ein ziemlich schwieriges Produkt, was in meinen Augen in nur eine sehr, sehr kleine Nische passt. Ich liebe die iPad Pros Modelle und ich bin der Meinung, dass man mit iPads, vor allem so mit diesem Magic Keyboard, einige Sachen deutlich besser machen kann als mit einem MacBook. Insbesondere diese Standard-Sachen, also Inhalte konsumieren, Mails schreiben, recherchieren, Videos gucken, all das geht meiner Meinung nach mit einem iPad besser. Einerseits, weil man das iPad hier einfach abnehmen kann und es als iPad benutzen kann, andererseits aber auch, weil man eine gemixte Bedienung hat aus Touch und Tastatur und weil es an vielen Stellen einfach bessere Specs hat. Wenn es jedoch dann dazu kommt, wirklich anspruchsvollere Sachen zu machen, dann ist ein MacBook heutzutage fast immer die bessere Wahl, weil man einfach deutlich, deutlich mehr Anwendungen im professionellen Bereich hat und einfach an anderen Stellen mehr Möglichkeiten. Und das ist das, was ich ein bisschen schade finde. Apple beschränkt dieses iPad ganz eindeutig softwaremäßig. Sie könnten hier mehr machen, entscheiden sich aber bewusst dagegen und so soll das iPad Pro nach wie vor eher seine Stellung neben einem MacBook haben. In meinen Augen kann dieses iPad Pro einen Laptop ersetzen, aber nur, wenn man vorher so oder so überlegt hat, sich einen Laptop zu einem festen Computer zu kaufen. Hat man nur einen Laptop und möchte professionell arbeiten, ist ein iPad Pro selbst mit Magic Keyboard meiner Meinung nach nicht die richtige Wahl. Sucht man jedoch nach einem Device, mit dem man nur die alltäglichen Sachen machen kann, E-Mails schreiben, recherchieren, Videos gucken, was ich alles schon gesagt habe, dann kann tatsächlich sogar das iPad Pro eine bessere Wahl sein. Aber dann würde ich nicht zum neuesten Modell greifen. Dann muss ich ganz klar sagen, sucht nach günstigen Modellen aus 2018 oder 2020. Die können eigentlich so gut wie alles genauso gut, bis auf das Mini-LED-Display. Und da muss ich sagen, ist wie gesagt der Unterschied letzten Endes gar nicht mal so dramatisch. Dementsprechend, dieses iPad Pro, so wie es ist, kann allesfalls als sehr
gute Investition in irgendeine Zukunft gesehen werden. Im aktuellen Stand ist es für mich für fast niemanden zu empfehlen. Eventuell für Leute, die damit HDR-Content bearbeiten wollen oder wirklich auf dieses Display stehen. Ansonsten muss ich aber ganz klar sagen, greift lieber zu dem Modell aus 2020 oder 2018. Damit seid ihr in der Regel besser beraten und kommt deutlich, deutlich günstiger weg oder greift eben zu einem MacBook. Tut mir leid, Apple, aber mit der Software, die aktuell für dieses iPad Pro existiert, werden viele Sachen einfach nicht vollkommen ausgenutzt. Und das ist das, was ich wirklich schade finde. So Leute, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video ein klein bisschen weiterhelfen. Wenn das so war, lasst gerne ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns wie immer im nächsten Video. Schreibt mir gerne aber auch mal eure Meinung zu dem Thema unten in die Kommentare und dann diskutieren wir darüber. Jetzt macht's aber wirklich gut. Ciao und bis zum nächsten Mal.